Wie angekündigt, heute das zweite Short zu dem Thema Wunder aus dem wunderbaren Biesenberg. Zu diesem Thema habe ich einen besonderen Ort ausgewählt, die Lourdesgrotte zu Biesenberg, an dem schon viele Wunder geschehen wären. An einem besonderen Tag, dem Ostersonntag. Ein Mekka der Wunder. In Stein geschlagene Danksagungen für geschehene Wunder. Der modernistische Mensch sieht es natürlich sehr skeptisch, vermutet hinter den wundersamen Heilungen keine Wunder, sondern vielmehr Zufälle und verträumte Interpretationen. Eine Meinung, der ich mich anschließe, aber nicht für alle Fälle. Das sage ich nicht als Meinung, sondern aus eigener Erfahrung. Das heißt, ich hatte meine Wunder, auch wenn das mit der Maria, zu der ich keine Beziehung habe, nichts zu tun hat. Und ich meinem Ruf, meiner Glaubwürdigkeit mit diesem Thema eher einen Bärendienst erweise. Der Regen, da ist er wieder, bei 7 Grad. 5 Wochen bevor ich die Katja sehen werde in Costa Rica. Nun kommen wir schnell zum Thema, den ich im Telegram-Stil machen möchte. Erstens, Wunder existieren. Es gibt natürlich Untersuchungen dazu. C.G. Jung, der Psychologe und Freud-Schüler, nannte sie Synchronizitäten. Das sind innere psychische Zustände, die mit äußeren Ereignissen zusammenfallen. Das ist schon eine Annäherung an das Wunder, so wie ich es kenne. Vielleicht als Zufall. Das heißt, das Wunder eignet sich nicht belanglos, sondern es macht Sinn. Und zwar macht es genau dann Sinn, wenn wir Sinn machen. Das heißt, wenn wir dem Sinn des Lebens nachfolgen und wenn wir an der Evolution innig teilhaben. Innig, das heißt, mit einem sehr vertrauten Verhältnis zum lebendigen Universum, zum göttlichen Universum, dann können uns Wunder als Hilfe zufallen. Ich selbst habe zum Beispiel in sehr innigen Situationen, wo ich um Rat fragte, haben mir kleine Wirbelstürme, 10, 20 cm große Wirbelstürme, den Weg gewiesen, in einer symbolischen Art und Weise. Katja fragte einmal, wie werden wir das alles finanzieren, unser Leben, wenn wir Videos machen und Bücher schreiben. Und in dem Moment fällt tatsächlich Gold vom Himmel. Ein dicker, fetter, goldener Ring, ohne dass über uns Häuser gewesen wären oder eine Person um uns herum gestanden wäre, die uns diesen hätte zuwerfen können. Der Himmel ist also nicht nur voller Regen, sondern auch die Glocken. Voller Wunder. Ja, es ist tatsächlich feiner Hagel. Feiner Hagel prasselt herunter. Zufall oder nicht? Vielleicht verrate ich zu viel. Das Wunder kann man herausfordern, taxieren, provozieren.
die Kondition, in der es sich ereignet, ist, dass wir uns intensiv am Sinn des Lebens, an der Evolution beteiligen, dass wir als Metaphysiker, als spiritueller Mensch, als hingabevoller Mensch mit dem lebendigen Universum eine innige Beziehung pflegen und natürlich der Gönner des Wunders mitspielt. Natürlich ereignen sich Wunder auch, wenn wir sie als solches nicht wahrnehmen können, weil wir in keiner innigen Beziehung, in keinem Feingefühl mit dem Universum stehen. Und jetzt kommt die Sonne. Auf die Wunder also. Auf die Wunder ist kein Verlass, auch wenn ich mich ohne Wunder verlassen fühle. Doch wenn ich meine Wunder immer wieder habe und wenn ich manches Mal auch einen Monat oder mehrere Monate darauf warten muss, möchte ich niemanden auf diesem Planeten hier empfehlen, sein Leben auf Wunder zu bauen. Auf diesem Planeten herrscht ein anderer Plan. Es ist schon beinahe unnatürlich, mit dem Universum in ein derart intimes Verhältnis zu kommen, dass es göttliche Wunder ausschenkt. Aber das kann dir sagen, dass es zwischen Himmel und Erde doch mehr gibt, als man normalerweise denkt. Dabei ist ja das Wunder nichts Überphysikalisches, sondern ereignet sich vielmehr nach physikalischen Gesetzen, die wir noch nicht kennen. Auch wenn die Wunder, von denen die meisten berichten, mehr Beziehungswahn sind. Nicht selten, um dem eigenen Ego zu schmeicheln und seine Position im Universum und gegenüber anderen Menschen zu heben. Es ist also nahezu unmöglich, auf diesem Planeten in einem direkten und wahrhaftigen Verhältnis mit den Wundern zu gelangen. Außer, und da gibt es eine Möglichkeit, wir lesen intensiv in den Büchern des Lebens. Wunder geschehen. Links hinten die Burg Kreuzenstein. Wunder geschehen. Aber ich muss dich warnen, Wunder geschehen nicht umsonst. Wunder wie Geschäfte mit dem Teufel haben ihren Preis. Gnadenloser Sonnenschein. Gibt es einen Regenbogen? Wunder, wie Geschäfte mit dem Teufel, haben einen Haken. Das heißt, sie haben einen Preis. Dass du teilnimmst am Sinn des Lebens. Evolution. Mach Sinn für ein wunderbares Leben. Aber bitte erwarte keine Wunder, setze dein Leben nicht auf Wunder, außer du liest fleißig die Bücher des Lebens. Und wenn du nicht an die Wunder des göttlichen Universums glaubst, glaubt das göttliche Universum vielleicht an dich. Sau spannend und erhellend. Erweckungskultur pur.
Ein autobiografischer Roman voller Wunder nach realen Tatsachen in Indien, Kaschmir und Vienna. Die Bücher des Lebens sind der Hammer. Warum du anders bist, wenn du dich für solche Themen interessierst. Wunder geschehen.